Morgen Abend ist es soweit, meine Damen und Herren. Live bei uns hier im Ersten. Das Topspiel der Liga nicht zu sehen, aber das wird ja vielleicht in Zukunft anders. Aber in jedem Fall im Stadion oder bei einem befreundeten Bezahlsender. FC Bayern gegen Hoffenheim. Wir fragen den Experten schlechthin, der, wir sind uns einig, die beste Fußballsendung im deutschen Fernsehen moderiert. Sonntags. Doppelpass sonntags, 11 Uhr bei den Kollegen von DSF. Herzlich willkommen, Jörg von Thora. Ich habe euch natürlich auch gleich was mitgebracht. Ne? Geht nicht ohne. Das berühmte Phrasenschwein, haltet es in Ehren. Vor allen Dingen, ich würde vorschlagen, das bei euch dann auch in der Redaktion aufzustellen und mehr in der Nähe von Ollis Platz. Ja, wobei er da relativ variantenreich ist. Wie viel kommt rein? 3 Euro? Wir waren uns vorher nicht ganz sicher. 1 Euro pro Phrase? Nein, eigentlich 3 Euro und wir haben vor, ab der nächsten Saison auf 5 zu erhöhen. Boah. Ja. Ui, trotz der Wirtschaftslage. Da, gerade wegen der Wirtschaftslage. Du weißt, in schlechten Zeiten spenden die Leute gerne. Ist das so? Ja. Müssen ja viele, viele Zeitungsredakteure 5 Stunden arbeiten für einen so eine Phrase. Ja, irgendwie fehlt was, oder? Es fehlt beim Doppelpass, ist ein Platz, der Kultplatz praktisch, der dort drüben ist und der heute nicht leer bleiben soll. Denn wir haben ihn da, meine Damen und Herren, die Legende. Einmal kurz bitte tief durchatmen und aufstehen. Hier ist er, der einzigartige Udo Lattek. Hey. Ist ja eigentlich eine schöne Runde, ne? Im Grunde ja. Aber ich frage mich, was Olli hier macht. Bei uns in der Runde sitzen nur Leute, die Ahnung vom Fußball haben. Oh, da muss ich gehen. Nee. Ja. Ich war schon mal sein Trainer, der hat Ahnung vom Fußball. Der spielt sogar besser, als er aussieht. Was hast du gespielt früher? Ich eigentlich Position. Früher nie. Aber sonst ist es eigentlich Sturm. Also, aber da sehe ich mich eher im Kevin Korani. Großchancen kläglich vergeben, aber dann ins Maul aufreißen. Das ist so meine Geschichte. Ja. Klassisch. Da hat er uns eigentlich gleich hingeführt auf die Themen dieser Sendung. Ne? Ja. Aber ich denke mal, Harald, am Anfang sollte doch das große Spiel stehen. Bayern gegen Hoffenheim. Ja. Ne? Vor allen Dingen, wenn ihr euch das mal angehört, was im Vorfeld gelaufen ist. Da sagt der Ralf Rangnick als Trainer, das war für mich so sensationell, wenn man flotte Sprüche hören will, dann geht man nach München. Wenn man flotten Fußball sehen will, ist man bei uns richtig. 1:0 für Hoffenheim, im Vorfeld schon mit so einem Spruch. Ja, muss man letztendlich sagen. Also ich meine, ihr habt es ja damals im Blatt schon als erstes geschrieben. Wir hatten es exklusiv. Ja. Wir hatten das drin. Ich muss sagen, ich habe eine Info, die haben wir hier exklusiv. Ich fahre mit dem Zug gestern von Stuttgart nach Köln. Wer steigt in Mannheim ein? Ralf Rangnick. Okay. Und jetzt sage ich euch, bei diesen Temperaturen nur im Anzug. Fährt nach Köln. Ohne Mantel. Wenn ich sehe, dass der Uli schon ab September im dicken Anorak bei den Bayern auf der Bank sitzt, sage ich mir, da ist eine ganz andere Denke im Kopf. Da wird eine Philosophie gelebt bei den Hoffenheimern. Da ist eine menschliche Wärme und eine körperliche Kälte, die zusammenpassen. Und es könnte sein, dass es am Freitag das Aus für Jürgen ist. Warum? Der steht natürlich deutlich, das haben wir auch nach unseren Informationen, auf der Kippe momentan. Ich habe mit einem. Er raucht doch gar nicht, er steht nicht auf der Kippe. Wobei, eigentlich war das keine Phrase, ne? Eigentlich muss er als Autor dafür einen Hunni von uns bekommen. Für so eine Nummer. Habt ihr Karlauer Autoren? Nein, ja, wer war's denn sonst? Ach, nur Karlauer Autoren. Ja, nicht nur, aber wir schon haben auch. Eine Funkuhr, wo wir reingucken und sowas halt. Ne? Ja. Uli hat sich auch schon geäußert, Uli Hoeneß. Ja? Ja, Uli Hoeneß hat was Warmes an, weil er schwitzen will, er will abnehmen. Das war seit 20 Jahren schon. Ja, klar. Also in seiner vollen Gestalt sehen wir jetzt mal, auch natürlich ein paar Tage vor dem großen Spiel gegen Hoffenheim. Herr Hoeneß, eine kurze Frage zum Spiel gegen Hoffenheim. Das Spiel gegen Hoffenheim interessiert uns als FC Bayern momentan nicht. Wir haben hier was geschaffen in München. Das müssen die Hoffenheimer uns erstmal nachmachen. Wir spielen hier einen One-Touch-Fußball, wenn wir mal einen Ball haben. Wir haben einen Jürgen Klinsmann geholt, einen Luca Toni, einen Franck Ribéry, einen Lukas Podolski. Der soll sich auf den FC Bayern konzentrieren und nicht hier durch die Gegend laufen und versuchen, eine andere Mannschaft zu finden. Der hat einen Vertrag bis 2012 vom FC Bayern. Wir ziehen hier den Leuten 7 Euro aus der Kurve. Aus der Tasche von der Kurve. Ja, damit wir davon uns ein Business-Seat leisten können. Das seht ihr doch gar nicht.
Wir wollen mal gucken, wer am Ende dann wieder Erster wird. Mit dem Fernglas werden sie uns suchen, den FC Bayern. Wir sind in jedem überall noch drin. Champions League, DFB-Pokal, Tippkick-Runde. Und der FC Bayern wird immer deutscher Meister werden. So kennt man ihn. Worte. Ja. Also Udo, so in dieser lauten Form erlebt man Uli Hoeneß ja schon selten. Ist er nervös einen Tag davor? Nein, der ist nicht nervös, der spielt das immer. Ich habe das immer mit ihm erlebt, ich war ja 9 Jahre in Bayern. Und wenn ein Gegner vor der Haustür stand, dann hat er irgendwas gemacht, ist egal was, um von der Mannschaft abzulenken, um die Mannschaft zu beruhigen, um den Gegner nervös zu machen. Die meisten, die das nicht kennen, die werden auch wirklich nervös. Die sind so nervös, aber die Hoffenheimer glaube ich nicht. Die haben das bisher sehr gut unter der Decke gehalten, haben sehr gut gegengehalten. Ich glaube, das wird nicht nur außerhalb des Spiels ein ernsthafter Gegner sein, sondern während des Spiels auch. Also Harald, du kennst dich ein bisschen aus im Fußball. Normalerweise muss man jetzt sagen, bei diesem Kick, das wird ein 7:6. Ne? Hoffenheim spielt offensiv, Bayern hat eine relativ dünne Abwehr im Gegensatz zum letzten Jahr mit Oli Kahn, jetzt ohne Oli Kahn, 7:6. Könnte sein, es kann auch sein, dass es sehr viel knapper geht. Die Frage ist, 8:7. Dass es vielleicht ein Unentschieden wird. Die Frage ist, ist man bereit, Leistung abzurufen? Ist man bereit, dahin zu gehen, wo es weh tut? Sind die Spieler Helmut spielen. Sind die Spieler auch mal bereit, ein Schwein zu sein? Das zahle ich gerne. Geld dabei? Wir haben uns präpariert. Ja. Das zahle ich gerne, denn es ist natürlich auch ein gewaltiger Druck auf so einem Spiel. Und die Frage ist natürlich, haben die Bayern das sozusagen intern im Griff? Wenn man überlegt, der Captain Marc van Bommel, am Anfang überraschend von Klinsmann eingesetzt als Kapitän, dann doch lange auf der Bank. Ihr hattet es bei euch im Blatt, was heutzutage in der Serie A, in der Primera Division und so weiter in der Premier League normal ist. Ja. Und die Frage ist eben, ist Marc van Bommel ein Aggressive Leader, der sich das auf Dauer bieten lässt? Ich meine, das ist richtig toll. Ne? Der Harald liefert die Stichworte. Ja. Wir haben ihn nämlich da. Marc van Bommel. Im Originalton. Wollen wir mal drauf hören, was der Mann gesagt hat. Wie ist Ihr Verhältnis zu Jürgen Klinsmann? Ja, wie soll Verhältnis zu Jürgen Klinsmann sein? Das ist momentan natürlich super. Ein super Verhältnis ist das. Super. Super, super. Wir verstehen uns die ganze Zeit und sowas halt. Ich habe ihm seine scheiß Bruderfiguren erstmal da vom Dach geschossen, als ich es gesehen habe. So ein Scheiße. Aber wir haben ein super Verhältnis. Klar, ganz normal, kollegial. Ich habe keine schlechten Gefühle gegen den Penner. Also das gelten Sie als sehr einlassfreudig, manche sagen als aggressiv. Wie sind Sie privat? Das ist doch alles Schwachsinn. Das weiß ich auch ganz genau. Wenn ein Typ ganz normal auf dich zukommt oder so, dann drücke ich halt immer so weg. Und das ist ja ganz normal. Wenn die Schiri pfeift, dann ist ein normaler Pfiff, dann muss ich kommen und dann gibt es auch keine Karte. Dann muss man mal reden mit dem Typen. Ja, ich bin kein aggressiver Typ. Ich bin kein aggressiver Typ. Habe ich auch irgendwas gemacht, was aggressiv wäre oder was? Habe ich gar nicht gemacht. Ich bin ganz normaler Typ, ne? Scheiße, Alter. Ja. Er lebt das. Der Mann lebt, oder? Der Mann lebt. Der Marc lebt das. Ja, aber jetzt sag mir bitte nur mal eins. Udo, warum bestellt der Jürgen Klinsmann diesen Marc van Bommel erst zum Kapitän und lässt dann diesen liebenswerten Menschen wochenlang auf der Bank versauern? Ja, das kann ich auch nicht nachvollziehen, aber der Jürgen Klinsmann ist ja auch kein richtiger Trainer. Der ist Teamchef oder Teammanager. Oh. Ganz, ganz einfach. Der hat ja auch bei der Nationalmannschaft, war ja nicht der Trainer, sondern da war Jürgen Löw der Trainer. Der Jürgen hat nur aufgepasst, dass alles funktioniert. Das ist ja alles okay, das ist nicht abwertend jetzt gemeint. Ne? Ja. Aber warum er den Bommel da zum Kapitän macht, das kann ich nicht nachvollziehen, wenn er ihn dann, ich sehe das ja als Trainer, wenn er ihn dann nachher auf die Bank setzt. Und die anderen Spieler, die haben dann natürlich erstmal die Achtung vom Kapitän verloren. Das ist nicht dann kein richtiger Kapitän mehr, der wird nicht akzeptiert. Ein Kapitän muss akzeptiert werden und zwar durch Leistung. Und einen anderen hat er auch noch draußen gelassen. Deinen Freund, Lukas Podolski. Ja, du willst ihn immer zu Hannover 96 holen. Ja, reicht das Geld da aus in Niedersachsen? Ja klar, aber vor allem, es wäre ein Verein mit Perspektive. Ja, hat halt auch einen Verein, wo er Mittelfeld spielen kann, wie beim FC. Und vielleicht auch mal gegen den Abstieg kämpfen kann. Das wäre der richtige Mann für Hannover 96. Er muss sich jetzt selber auch mal, glaube ich, klar entscheiden und committen. Und ich weiß jetzt nicht, das ist ja ein Thema, was hin und her geht. Mal äußert er sich wieder nicht. Ich weiß nicht, wie es jetzt Stand aktuelle Woche ist. Ja, ich habe mit dem Herrn Kind gesprochen, mit dem Präsidenten von Hannover 96. Und der sagte mir, das ganze Gehaltsgefüge würde kaputt gehen. Ich weiß nicht, ob die alle Gehalt kriegen bei Hannover. Ja, zum Teil schon, aber es ist natürlich auch ein Kurort, das wissen viele. Du hast einen Naschsee, du kommst schnell wieder weg. Ja, also es ist, du hast die Messen, da ist wirklich auch was geboten. Also Poldi wäre gut beraten, da vielleicht hinzugehen, aber muss er selber entscheiden. Es gibt neueste Äußerungen von ihm und okay. Die hören wir uns an. Manche meinen, dass es zwischen Ihnen und den Bayern ein Kommunikationsproblem gibt. Wie sehen Sie das?
Ja, es gibt kein Kommunikationsproblem zwischen Bayern und mir. Ich spreche ja ganz normal auch deutlich, dass mich jeder verstehen kann, auch, dass jeder was daraus machen kann. Oder kann auf jeden Fall auch jeder was sagen. Ja. Aber ich glaube auch wirklich, das stört mich ein bisschen als Fan. Da muss ich auch euch, ich muss da auch euch von der Presseinfo machen. Ihr schreibt auch irgendwo Themen hoch, die keine sind. Ihr bringt so eine Aggression rein. Beispiel Jogi Löw, Micha Ballack. Was ist da nicht alles behauptet worden? Die beiden, Jogi hat klar eine Anweisung gegeben, wo der Hammer hängt, aber sie reden wieder miteinander. Und es wird auch gar nicht so oft an die große Glocke hängt. Micha ist wieder verletzt, er weiß, was es seinen Fans schuldig ist. Und jetzt hat Jogi nochmal versucht, in dieser Woche ihn telefonisch zu erreichen. Jogi, den Michael Ballack. Ja, klar. Micha hat den nochmal nachgelegt. Das war ja der Punkt, der nochmal nachgelegt. Und die Reaktion darauf, die haben wir exklusiv bei Schmidt und Pocher. Da ist das Tischtuch nicht zerschnitten. Ah, auf gar keinen Fall. Aber dieser Doppelpass hat nicht funktioniert. Davon muss man schon mal ausgehen, oder? Da muss natürlich jetzt sehen, das ist ja auch dieser schwelende Streit mit Olli Bierhoff, Michael Ballack. Da muss man jetzt auch mal einen Schlussstrich ziehen. Und ich würde sagen, ene mene miste und dann der verliert ist raus. Ja, um dann mal echt jetzt Ruhe in die Nationalmannschaft zu bekommen. Ja, brauchen wir Ballack eigentlich? Ich glaube schon. Das hat das desaströse 0-17 gegen England gezeigt. Ja. Ohne Micha als Kopf und Thorsten als andere Teil im Körper, was man auch braucht, wackelt das hinten alles, die Laufwege stimmen nicht, wir verschieben nicht kompakt genug, wir sind nicht bereit zu Pressing, wir sind nicht bereit nach hinten zu arbeiten. Ihr hattet es doch bei euch im Blatt. Ja klar, wie er den Sechser interpretiert, ist natürlich perfekt. Habe ich einen Doppelsechser, habe ich eine Raute, das ist eine Philosophie. Wenn du eine Raute verschiebst auf ein 4-4-2, so wie es gefordert ist von den Fans, da musst du auch natürlich auch mal da was sehen. Wo man es ganz gut sehen kann, ist bei Dieter Eils. Mhm. Man muss erklären, wer das ist, der ehemalige U21-Trainer. Der und jetzt der neue Mann in Rostock. Richtig, ja. Und nicht unterschätzen Peter Neururer, endlich mal ein Verein, mit dem er aufsteigen kann beim MSV Duisburg, um nochmal wirklich Profifußball zu spielen. Ja, Rostock hat es super geklappt, nicht mit Eils. 2 Spiele, 0 Punkte als neuer Trainer. Ja, aber das sollte man nicht zu früh negativ sehen. Da müssen sie erstmal die Philosophie leben. Und da muss auch erstmal der Spieler bereit sein, sich alle 10 Minuten verbessern zu lassen und 26 Stunden am Tag auf dem Trainingsgelände zu bleiben, Espresso trinken und auch zu sagen, ich lasse die Playstation weg und lerne lieber Ägyptisch. Und wenn das greift, dann glaube ich, in Schalke hat es auch funktioniert. Ja. Wolltest du eben gerade sagen, die Mechanismen müssen greifen? Nein, das wollte ich nicht. Das hast du aber fast gesagt. Weil dafür zahlst du jetzt. Okay, zahle ich dafür, zahle ich gerne. Helmut? Kein Problem. Ja. Warte. Also. Also eure Band ist ja wirklich noch ein bisschen zurückhaltend. Ich habe gar kein Geld, aber es ist trotzdem gut. Wirklich? Ich kann dir was sagen. Nee, aber es ist trotzdem gar kein Problem. Also überraschenderweise hat er auch... Ach, hier ist ja doch noch was. Ich hab's dafür mitgenommen. Udo, wir nehmen dein Geld. Es juckt jetzt auch gar nicht mehr, deswegen ist auch okay. Schau mir in die Augen, Kleiner. Hast du nicht Geld in der Tasche? Doch, geht jetzt auch wieder. Es ist bezahlt. Ihr müsst nur eure Band ein bisschen mehr auf den aktuellen Stand bringen. Bei uns sind die mehr geeicht darauf, wann Phrasen kommen. Ne? Das muss man wirklich sagen. Ja, die schreiten gleich ein. Aber dafür müsste man ja auch Deutsch verstehen. Das war das Stichwort. Kevin Kurani kommt jetzt. Du wärst der geborene Kapitän für Bayern München. Absolut. Die würden sich alle kaputt lachen, wenn du kommst. Das würde helfen. Apropos Deutsch verstehen, lass uns über Kevin Kurani reden. Ja, schwierige Situation. Der Auslöser der Krise bei Schalke? Ich weiß es nicht. Er soll sich ja jetzt schon wieder die Klamotten aus dem Vereinsheim abgeholt haben lassen. Ja. Wirklich? Von Assauer? Ich hoffe. Ja, und die Philosophie scheint mir aber aufzugehen, Assauer und Hüb Stevens zurückzuholen. Das hat funktioniert. Nein. Nee? Nee. Kann es nicht klappen? Nee. Warum nicht, Udo? Weil die das nicht wollen. Der Tönnies will das nicht. Der Tönnies ist der Aufsichtsratsvorsitzende? Ja. Mhm. Da muss der halt gehen. Er hat die. Das war ja. Das ja, Entschuldigung. Es wird auch immer auf uns rumgehackt oder sowas halt. Sie hat uns damals auf Händen durch Schalke getragen, wenn man das denen gesagt hätte, was wir da erreicht haben jetzt als Mannschaft.
UEFA Cup, fast noch drin. Eurofighter. Ja. Gestern, muss man auch mal sagen, Hertha, Auswärtsspiel gehabt gegen Istanbul zu Hause. Ja. aber Schalke trotzdem relativ schlecht im Augenblick. 6 Spiele, 5 Niederlagen. Also Harald, da ist der Trainer in Gefahr und der Manager auch. Findest du nicht? Ich habe gehört, der Trainer hat gesagt, wir waren bei der Vorstand essen, lecker, mit Kaffee und Kuchen. Weil ist normal, dass der Vorstand nach halbem Jahr mal den Trainer kennenlernen möchte. Habe ich gehört von Fred Rütten. Andi Müller, weiß ich nicht genau, könnte sein, dass da eine andere Philosophie gelebt wird bald. Ich glaube, dass Kevin Ruhe in die Mannschaft bringen kann. Also Kevin ist auch nicht die spannendste Personalie. Ne? Er ist abgehauen aus der Nationalmannschaft. Ja. Dann trifft er aus 2 Metern nicht mal einen Möbelwagen. Dann wird es immer schwieriger. Sind das nicht auch 3 Euro? Nee. Nein. Möbelwagen. Ich bin also immer geht, dafür, wenn er bezahlen muss, aber das kann man so lassen. Stehen lassen. Aber man muss es Udo mal beibringen. Hier kommt nur Geld für Phrasen rein. Das andere sind Redewendungen. So. Und was Redewendungen sind, ist entscheidend. Ja, und Kevin Kurani hat auch geredet. Na, die Fans haben keine Schuld. Das sind ja auch alles Leute, die keine Ahnung haben und dann halt hier, das sind ja auch alles Assis, die hier auf Schalke sind und da sitzt das Proletenpack da halt da und pfeift dich aus und mir kann es egal sein, ich verdiene trotzdem das 20-fache von dem in der Woche und das darfst du halt nur dem Fan nicht sagen und nicht so verkaufen, da musst du halt mit der Meinung auch hinter dem Berg halten. Kritisch, aber richtig. Ja, meine Herren, ihr habt es gemerkt. Das war Volkshochschule Sonderkurs Lernen Sie Deutsch mit Kurani. Ja, absolut. Ne? Wunderbar gelungen. Aber ist er nun wirklich auch der Mann, der auf Schalke bleibt oder vergraulen ihn die Fans, Olli? Gut, da muss er ja halt durch. Das geht jetzt natürlich schon wieder einige Zeit. Aber ich glaube, die ganze Mannschaft spielt ja momentan nicht überragend. Das an einem Einzelnen festzumachen, das finde ich einfach übertrieben. Harald. Würde ich mich anschließen. Jörg, seit wann seid ihr einer Meinung? Wir sind zu Ende, wir werden gleich langsam rausgeklingelt. Bei euch wird man am Sonntag die Nachbereitung nicht nur des ganzen Wochenendes, sondern natürlich des Knallers morgen sehen, 11 Uhr. Am Sonntag 11 Uhr wie immer und du bist am 14.12. nach dann auch Spieltag. Bei uns in der Sendung. Aber eigentlich haben wir noch einen Klassiker bei uns. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Wir haben das Dopafon. Geht da auch? Die Zuschauer haben angerufen während der Sendung. Echt? Ja, ich glaube. Aber wir müssen darauf hinweisen, da ist unser Sender hart, weil wir haben jetzt ja ein neues Konzept. Wir haben ja die Sonntagsspiele Bundesliga, 2 Spiele und da haben auch sehr erfolgreich die Kollegin Anne Will. Und es wird jetzt so sein, wir sagen auf jeden Fall ganz herzlich Dank an Udo Lattek und Jörg Montora. Sonntag 11 Uhr, der selbst bleibt sitzen. Aber das könnte euch interessieren. Wie kann man den Fußball mit Anne Will zusammenbringen? Die neue Konferenzschaltung ab der neuen Bundesliga-Saison hier bei uns am ersten Sonntags nach dem Tatort. Willkommen zur Anne Will Fußballkonferenz. Noch 0:0 bei den Bayern. Vorsichtiges Abtasten zu Beginn hier. Ich gebe weiter zu Anne Will. Blitzstart hier im Studio, völlig überraschend, bringt Will Schollatour ins Spiel. Herr Schollatour, was denken Sie darüber? Mir ist der Kerl, was ich sagen, persönlich scheißegal. Ha, das war's! Die Führung für Schollatour. Zurück nach München. 2 Bälle im Spiel, der bisherige Höhepunkt. Hier ist die Spannung wirklich mit Händen zu greifen. Wie steht's denn bei Anne Will? Die Diskussion Baum kämpft, Baum aber bisher ist nichts dabei rausgekommen. München bitte! Jetzt sind 86. Viel Geplänkel im Mittelfeld und auf der Bank. Luca Toni erfährt gerade, dass er abgeschleppt wurde. Großartiges taktisches Foul hier von Lucio. Die Erlösung auf der Bayernbank. Ich höre gerade, es tut sich was bei Anne Will. Zurück nach Berlin. Ja, wie aus dem Nichts fällt hier die Entscheidung. Ich sag mal jetzt was ganz Flapsiges. Todesstrafe ist human. Da macht's einmal ping, dann ist die Sache erledigt. Ja, sehen wir uns die Zeitlupe mal an. Bis zum Lebensende Gittersee. Das war's. Ende. Aus. Die endgültige Entscheidung. Es folgt Gute Nacht mit Tom Buro.